Und jetzt haben wir den Mann, der mitentscheiden kann, ob diese Wünsche in Erfüllung gehen. Hans Frank zum Bürgermeister der Stadt Norden haben heute eine große Infoveranstaltung über ein Thema, was uns schon Jahre eigentlich verfolgt, nämlich die Innenstadtentwicklung. Und Sie wollen heute die Ergebnisse vortragen, die unter anderem durch die Arbeiten der ZIMA entstanden sind. Vielleicht können Sie da mal die Eckdaten nennen, was so die wichtigen Erkenntnisse der ZIMA-Studie gewesen sind. Naja, zunächst zum Positiven. Die ZIMA hat also der Stadt Norden Hamm bescheinigt, dass sie in Sachen Parkplatzbewirtschaftung beziehungsweise auch Parkplatzschaffung Vorbildfunktion geleistet hat. Ich denke, das ist auch ein Faustpfand, mit dem wir wuchern können. Und auf der anderen Seite sind natürlich also sehr viel branchenspezifische Dinge dargelegt worden. Aber auch so die Besonderheiten, dass von allen Geschäften, die wir in Norden Hamm haben, nur 27% sich direkt in der Innenstadt befinden. Das ist schon eine Besonderheit. Und ich denke, da werden wir auch daran anknüpfen müssen, um da auch so ein bisschen die Fehlgewichtung auszugleichen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich die vielen Leerstände, die es in der Innenstadt gibt. Was gibt es da im Moment ganz konkret an Vorschlägen, an Planungen, um diese Leerstände möglichst zeitnah auch in den Griff zu bekommen? Na gut, also zu den Leerständen sei zunächst mal gesagt, dass die sich kaum abheben von den Leerständen anderer Städte. Das ist der Zeitgeist, dass wir eigentlich zu wenig Kaufleute haben, zu wenig Einzelhändler haben. Und wenn wir sie haben, fehlt denen die Kapitalausstattung. Das ist nicht einfach und die Filialisten haben dann natürlich entsprechend dann reagiert, gleichen diese Programme aus. Das sind die Schwierigkeiten. Also wir haben in Deutschland hervorragende Städte, die aber Leerstände haben von 30%. Dagegen liegen wir noch gut im Rennen, das kann man sagen. Gleichwohl, denke ich, sind einige wichtige Marken, die hier in Norden Hamm gesetzt worden sind. Einmal mit dem Nordsee Center, wo die Kaufleute sehr skeptisch waren. Aber heute können wir sagen, dank des Nordsee Centers haben wir 26 Millionen Kaufkraftbindung. Das heißt also, wir haben also 26 Millionen mehr Kaufkraft für Norden Hamm generiert, ohne dass die Innenstadt dadurch nennenswert Schaden genommen hat. Im Gegenteil, wir haben mehr auswärtige Menschen hier, die wir vorher niemals hier hatten. Zum Innenstadtentwicklungskonzept oder Einzelhandelentwicklungskonzept ist ja beides zusammengehörend. Da gehört natürlich nur viele Einzelpunkte, viel ein großes Programm. Können nicht jeden einzelnen Punkt im Moment abarbeiten. Aber was wichtig wäre natürlich auch, was für ein Zeitfenster haben Sie sich gesetzt, um die ganzen Ideen, die jetzt im Raum sind, auch dann wirklich umzusetzen? Und wann geht es so richtig los? Die ersten Maßnahmen haben schon begonnen, das ist klar. Aber wie ist so das Zeitfenster anzusehen? Ja, das ist, also wir sind natürlich daran, dass wir also möglichst zeitnah auch Erfolge insoweit erzielen. Wobei die Haushaltskonsolidierung, die wir vor uns haben, und auch die massiven Steuereinbrüche uns massiv natürlich Schwierigkeiten bereiten. Das ist ein Kunststück, das ist der Spagat, da müssen wir durch. Denn eines darf man nicht verkennen. Wo wir jetzt als Stadt eingreifen, da ist eigentlich die Privatwirtschaft zu Hause. Das ist eigentlich klassische Privatwirtschaft, die es aber so insgesamt nicht hinbekommen hat. Die Strukturen haben sich verändert. Und da gilt es eigentlich, da Flankenschutz zu leisten, damit die Privatwirtschaft sich generieren kann. Das ist der Punkt, aber die Stadt wird nicht im Grunde genommen die gesamte Innenstadt alleine nach vorne bringen können. Aber das ist, denke ich mal, der heutige Abend, der uns zusammenführt mit Eigentümern, Betreiber dabei, Verwaltungsleute dabei und auch ein Team von Quinn. Das ist ja also die Quartiersinitiative Niedersachsen. Also ich bin gespannt auf den heutigen Abend. Wir werden so einige Ideen insoweit hier implantieren, vielleicht auch viele hören. Und ich denke, wir rücken näher zusammen und nur dann können wir die Stadt auch nach vorne bringen. Haben Sie schon ein gutes Stichwort gegeben, denn die Quinn wird gleich auf jeden Fall noch Thema sein, die Quartiersinitiative Niedersachsen. Was das ist, erfahren Sie gleich.